Tut mir leid, kenne ich nicht. Die scheinen generell ein bisschen komisch drauf zu sein, diese Pummel. Kenn ich nicht. Was? Lass mich in Ruhe. Arsch. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Ja, wir sind relativ häufig gestorben in der letzten Folge. Ne? So fast schon im Minutentakt. Das, ja, wenn man es ein paar Jahre nicht gespielt hat, in meinem Fall ja deutlich im zweistelligen Bereich, dann kann man so an bestimmten Stellen sich nicht wirklich erinnern, wie man das da gemeistert hat. Nichtsdestotrotz wissen wir ja jetzt einigermaßen, was wir tun sollen. Wir sind jetzt zum Astronomen durchgekommen. Ich bin Bob Vortix, ein Astronom, der im Haus unter Bewachung steht. Und du, was machst du in der Stadt? Außer auf Klone einzuschlagen? Ich suche eine Freundin. Guten Tag. Ich suche eine Freundin. Sie wird von zwei Dico-Klonen eskortiert. Dieses junge Mädchen muss sehr wichtig für ihn sein, da der Tyrann Funfrock sie außerhalb der Zitadelleninseln gefangen hält. Außerdem führt er etwas im Schilde, da er jegliche Anspielung auf die Legende verbietet. Das ist gewiss ein Schwachpunkt innerhalb seiner Macht. Stelle fest, was sich hinter dieser Legende verbirgt. Dies ist deine einzige Hoffnung, deine Freundin wiederzufinden. Falls du die Insel verlassen musst, habe ich einen Verbündeten, der dir im Hafen von Beluga helfen kann. Schau auf dein Holomap. Sag ihm nur, dass ich dich schicke und bleibe während deiner Suche unauffällig. Okay. Holomap. Können wir uns ja auch gerne jetzt mal anschauen, was wir da jetzt so für neue Punkte haben. Wir haben ja auch diesen... Was war es? Cousin? Irgendwas? Egal. Wir werden es ja gleich sehen. Wir schauen mal auf die Holomap. So, wir sind jetzt auf der Hauptinsel. So. Haus des Fälschers, Proxima-Insel. Genau, das ist der Bekannte da von dem einen, der uns vorher die Infos gegeben hat. Bei dem sollen wir, glaube ich, irgendein Passwort sagen, das ich jetzt vergessen habe. Egal. Der See klares Wasser im in der Hamalai-Kette. Ja, also eine kleine Anspielung auf den Himalaya an dieser Stelle. Vorher von dem Klon falsch ausgesprochen. Die Synchro ist nicht ganz perfekt, aber sie ist niedlich gemacht. So, Hauptinsel sind wir jetzt. Und wir wollen zum Hafen von Beluga, so wie es aussieht, damit wir zur Insel Proxima fahren können. Könnte ich mir vorstellen. Und dann, schlussendlich müssen wir zum See klares Wasser. So habe ich das meines Erachtens in Erinnerung. So müsste es einigermaßen stimmen. Guten Tag. Nein. Ich weiß nichts über die Legende und ich bedauere es. Aber ich habe einen Freund, der Fischer ist und der dir helfen kann zu reisen, wenn du ihm sagst, dass ich dich schicke. Er wohnt im Hafen von Beluga. Schau auf dein Holomap. Okay. Also dann können wir uns wahrscheinlich auch dieses 30... Danke. Dieses 30 Caches Ticket da sparen. Ich meine, ist ja nett von dem Hasi, dass er uns nicht verpfeift. Nichtsdestotrotz, meine lieben Freunde, wäre es wichtig, noch diese Wassergeschichte da in der Kanalisation irgendwie zu erledigen. Kann aber auch durchaus sein, dass die zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel gemacht werden muss. Weil wir haben ja letztendlich die Möglichkeit, mittels Schiff und so weiter und so fort, uns eigentlich so, wie wir Bock haben, zwischen den Inseln hin und her zu bewegen. Jetzt, wo ich einen Haufen Zeug gekauft habe, finde ich das wieder, ist ja logisch. Ja. Da war nix. Da noch ein Herz. Ja. Also. Jetzt schauen wir erstmal, wie wir hier weiterkommen. Der Dico ist wieder da. Muss ich nur gucken. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier wieder ein bisschen unauffällig vorgehen. Wenn wir dem zu nahe kommen, wird er uns wahrscheinlich bemerken, wenn wir uns normal bewegen. Deswegen nehmen wir jetzt hier... Ich weiß gar nicht, macht es Sinn, hier hochzugehen? Ne, macht nicht wirklich Sinn. So. Also. Dann weiß ich jetzt nicht, wäre vielleicht sogar der nächste Punkt der Hafen? War ich hier schon drin? Nein, war ich nicht. Gut. Macht ja nichts. Aber ich hier sitze, Schiffsjunge. Ich trinke keinen Schluck Wasser. Es genügt, das Leitungswasser zu trinken und du weißt warum.
Okay, selbes Problem wie der Kollege in der Bibliothek. Also, wie gesagt, früher oder später. 10 Punkte Bonbons. Möchten Sie 10 Herzen für 10 Kaschel? Na, nein, danke. Das ist zu teuer. Außerdem habe ich ja fast voll. So, und Sie? Darf ich? Guten Tag. Eigenartig, diese Legende, nicht wahr? Jetzt haben wir auch einen neuen Satz. Ich weiß nicht. Aber es müssen doch einige Leute in der Altstadt diese verflixte Legende sicher kennen. Okay, dann frage ich mal diese Leute. Also ich kann mich ja draußen noch ein kleines bisschen aufhalten. Werde ich auch tun. Ich werde jetzt nicht gleich in den Hafen gehen und zur Insel Proxima gehen. Diese Legende, nicht wahr? Tut mir leid, kenne ich nicht. Ja, die scheinen generell ein bisschen komisch drauf zu sein, diese Pummel. Kenn ich nicht. Was? Lass mich in Ruhe. Arsch. Oder so. Egal. Wir haben wieder gespeichert jetzt gerade eben. Wir sind nach wie vor in der Altstadt. Wir können noch ein bisschen weitergehen. Ich gucke jetzt aber erstmal hier, ob hier irgendwelche Türen... Genau. Ob ich hier irgendwo vielleicht in die Kanalisation komme. Ich weiß nämlich echt nicht mehr, wie ich da hinkomme. Aber wahrscheinlich über das Sendelsiegel auf dieser, in dieser Ruine. Möglicherweise. Oh, was ist denn mit dem Pferd? Das ist alles, was du zu sagen hast. Ich rede mit dem Pferd. Okay. Er redet mit dem Pferd. Das macht ja nichts. Das heißt wahrscheinlich nicht mehr Pferd. Das heißt auf diesem Planeten wahrscheinlich Hoppel. Oder Happa. Nun gut. Sei es drum. So, ich gucke mir noch mal ein paar Türen an, nur um zu gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo es reingeht. Ich glaube, da waren wir vorher schon, ne? Da wurde uns ja die Tür geöffnet von dem einen Kollegen da. Ja, genau. Wollen wir nicht noch mal machen, muss nicht sein. Hier läuft auch wieder dieser Robo-Hasi rum oder dieser Hasi-Klon. Unüberhörbar. Da unten waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Gibt es hier überhaupt irgendwas, wo wir noch rein können? Da sind wir, glaube ich, reingekommen. Da wurde der Deko ja abgelegt. Ne, da bin ich die Treppe hochgekommen. Weiß nicht, was machen wir hier? Da geht nichts. Okay. Das macht ja nichts. Oh, ein bisschen Magic, ja. Haben wir ja, ist ja voll. Herzen, ja, können wir ruhig voll machen, das macht nichts. Ich gehe jetzt nochmal da unten gucken. Geht der an die Tür? Geht der da rein? Ich gucke nochmal nach, ob ich vielleicht da reinkomme. Tatsache, war ich da schon drin? Ah doch, das war dieser Schlüsselmacher. Ja, 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 in Ordnung. Ich will nicht, ich will mich hier nicht wiederholt in die Räumlichkeiten begeben, in denen ich schon zwei, dreimal war. Aber wer meinen Kanal kennt, weiß auch um meinen Orientierungssinn. Und der ist nicht immer so dolle. So. Das ist jetzt diese Militärsituation hier. Da wollen wir doch tun, nichts aus dem Weg gehen. Bin also der Meinung, ich sollte probieren, da ich denke, dass ich das Abwasserproblem jetzt noch nicht gleich lösen kann, beziehungsweise das Trinkwasserproblem. Oh, hallo. Da war ich aber auch noch nicht. Guten Tag. Eigenartig, diese Legende, nicht wahr? Mein armer Freund, ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Ich muss Ihnen etwas sagen. Es ist schrecklich. Meine beste Freundin, Beatrice, ist in Steven verliebt. Nun, der Paul, Stevens Halbbruder, hat Cindy verlassen, als Linda nach ihrem Schlittenunfall aus der Klinik kam. Aber nicht wegen Linda, sondern wegen Tatjana. Bloß Serge, der heimlich Steven bewundert, versucht seit Monaten Tatjana zu erobern, die sich weigert, mit Christi zu sprechen, seitdem diese tot ist. Währenddessen hat Stephanie, die wieder geheiratet hat, diesmal mit Serge, den von Paulina hinterlassenen Brief gefunden, in dem sie erklärt, wo sich das von Roy vergessene Kleeblattkästchen befindet. Jetzt fragt sich natürlich Beatrice, ob Linda über den Unfall Bescheid weiß. Folgen Sie mir?
Nein, überhaupt nicht. Ja. Gehen Sie zu Beatrice und sagen Sie ihr, dass Julia Sie schickt. Sie wird Ihnen das besser als ich erklären. Sie wohnt am Rande der Altstadt in einem Haus am Meer, in der Klumpfußstraße. Rande der Altstadt, Haus am Meer? Klumpfußstraße. Also muss er auf dieser Insel sein. Was läuft im Fernseher? Was? Die Titelsequenz? Aber ich glaube, die ist etwas anders als am Anfang. Schauen wir mal. Also es ist nicht exakt die gleiche. Aber cool, wusste ich nicht mehr. Das ist auf jeden Fall hier der Hamalai-Gürtel, gell? Da fliegen wir so ein bisschen rum. Okay. Okay. Ich habe es doch gewusst. Irgendwo habe ich diesen Quetsch schon mal gesehen. Okay, das war jetzt eine Art Vision oder so. Alles nochmal. Oder man hat ihr jetzt quasi erzählt, dass man der ist und... Oder so. Ich kann es nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wer wir sind. Das ist ja schon mal gut. Ich raub sie jetzt noch kurz aus. So wie ich das immer tue. Klar doch. Schnüffel in meinen Sachen rum, du Flegel. Ja, klatsch mir eine. Darf ich ihren Kamin looten? Da kommen wir bestimmt. Lassen Sie das sein. Sie machen noch alles voll Asche. Okay. Der ist also nicht so wie meiner. Sorry. Also, wo soll ich hin? Zu Beatrice und was? Guten Tag. Mein armer Freund. Ich muss Ihnen etwas sagen. Oh nein, oh nein. Es ist schrecklich. Nein. Überhaupt. Gehen Sie zu Beatrice und sagen Sie ihr, dass Julia Sie schickt. Sie wird Ihnen das besser als ich erklären. Sie wohnt am Rande der Altstadt in einem Haus am Meer, in der Klumpfußstraße. Rande der Altstadt in einem Haus am Meer, in der Klumpfußstraße. Ist diese Klumpfußstraße denn jetzt in meinem Holomap zufällig? Am Rande der Altstadt in einem Haus am Meer. Das hier ist die Altstadt. Wir schauen kurz mal in unser Holomap. Vielleicht wird uns die Klumpfußstraße ja angezeigt. Hafen von Beluga, Haus des Fälschers, Seeklares Wasser, Hauptinsel, Hafen von Beluga, Haus des Fälschers. Nö. Ja. Also, Rande der Altstadt in einem Haus am Meer. Wenn es nicht das sogar ist schon. Es ist es auch. Aber ich mache hier erstmal noch ein kleines bisschen Looty-Pooty. Damit wir das gemacht haben. Beziehungsweise sogar doppelt Profit. Oh, ein Fahrzeug. Ah, das kann man gegen später auch noch nutzen, dieses Fahrzeug. So. Ja, ja, ich kann dieses Fahrzeug tatsächlich. Kraftstoff kann man kaufen. Hätte ich vielleicht irgendwo tun sollen. Hey. Ja. Mit Solar haben wir es auch noch nicht so, ne? Sonne scheint ja. Egal. Jetzt sind wir auf jeden Fall bei dem Haus am Meer.
Ja, hier kommen wir nicht so gut wirklich weiter. Ich meine erwähnt zu haben, dass man ins Wasser nicht gehen sollte, denn Twinsen kann nicht schwimmen. Der ertrinkt sofort selbst in knietiefem Wasser. Ertrinkt der Mann. Ne? So ist das halt. So, was steht hier jetzt? Haus am Meer? Die Klumpfußstraße, da haben wir es nochmal zur Bestätigung. Da wohnt jetzt die Beatrice und der Beatrice kann man jetzt sagen, dass die, deren Namen ich vergessen habe, weil ich bei ihr 70 andere gehört habe, mich geschickt hat und so weiter. Mal sehen, was passiert. Hallo, ich komme einfach mal rein. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, junger Quetsch. Julia hat mir viel von Ihnen erzählt. Und von anderen vor allem. So, so, Sie kennen Julia. Das ist ein nettes Mädchen. Sie sieht ein bisschen zu viel fern, aber an ihrer Geschichte ist schon etwas dran. Jemand hat ein Kleeblattkästchen auf der kleinen Insel vor meinem Haus vergessen. Das Wasser ist für ein Boot nicht tief genug. Deshalb müsste man fliegen können, da die Brücke eingestürzt ist. Verstehe. Okay, auch das interessanter Punkt für später. Ich weiß, wie man da hinkommt, aber ich habe zum jetzigen Zeitpunkt das erforderliche Gerät dafür noch nicht. Kommt noch. Wo die Leute überall ihr Geld lagern. Das ist sehr interessant. Aber die beschwert sich wenigstens nicht, ne? So, tschüss. Also, Brücke eingestürzt, ne? Sehen wir da vorne? Wir können ja mal hingucken. Wir können ja mal hingucken, wie das da vonstatten geht. Also. Einen kleinen Blick. Also hier, genau. Für ein Boot ist es zu tief. Da drüben ist das Kleeblättchen. Das sehen wir auch schon so. Es, ja, am linken unteren Bildrand ist das Kleeblattkästchen. Brauchen wir, um weitere Kleeblätter zu speichern, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele wir davon haben können, aber auf jeden Fall ein paar. Und die Kleeblätter sind ja durchaus nützlich, haben wir festgestellt. Ich brauche hier einen bestimmten Gegenstand, um hier über diese Brücke zu kommen. Der wird sich im weiteren Spielverlauf noch mir offenbaren. Allerdings dauert das noch ein Stückchen. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Beziehungsweise, kann ich hier lang laufen? Ich glaube, ich kann hier sogar laufen. Ich brauche dieses Fahrzeug nicht zu nehmen. Ach, der Polizist, oder... Der ist auch wieder da. Also, diesmal hat er sogar Magic dabei, das ist cool. Nicht, dass ich die nicht voll hätte. Ah, okay, hier komme ich tatsächlich nur mit dem Fahrzeug weiter. Aber ich habe keinen Kraftstoff. Kann ich aber meines Erachtens irgendwo kaufen. Kann ich irgendwo kaufen. Ich muss nur gucken. Stand da nicht bei dem Mecha-Pinguin was daneben? Das heißt, ich muss nochmal in den Laden gehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Einheiten das Ding frisst pro Fahrt, aber ich glaube eine. Gucken wir einfach mal, ob wir den Laden wiederfinden. Der war weiter oben, glaube ich, ne? Wir neigen uns auch schon so langsam dem Ende des Videos zu, so rein von der Länge her. Nichtsdestotrotz... Okay, so kommen wir nicht da hoch. Da oben wäre eine Bar. Das hier war der Pferdestall. Da wäre der Dicko. Da kommen wir nicht lang. Der ist auch nicht wirklich besiegbar. Glaube ich. Okay, den lassen wir jetzt mal außen vor, den Kerle. Da hat die Julia gewohnt, genau, oder wohnt immer noch da. Die wurde jetzt natürlich noch nicht rausgeschmissen oder so. Jetzt müssen wir immer noch den Laden finden, wo wir vorher den Mecha-Pinguin gekauft haben. In der Hoffnung, dass ich da noch an den ein oder anderen Liter Kraftstoff rankomme. Da war doch hier der Laden, oder? Jetzt bin ich auf dem Dach. Einfach so. Aber so auf dem Dach bewegen. Okay. Alles in Ordnung. Alles gut.
Ah, ich glaube, der Laden war da oben. Dann müssen wir wieder am Deko. Ne, hier ist er doch. Hier ist er doch, der Laden. Da ist der Laden. Kaufen wir nochmal Kraftstoff. Hallo. Kraftstoff für 10 Reisen kostet 30 Taschen. 10 Reisen. Ja. Kauf ich. Hast du eben einen Teil deiner Kraftstoffreserven erneuert? Werde ich Gott sei Dank auch nicht das ganze Spiel über brauchen, diesen Kraftstoff, um mich fortzubewegen. Wird sich aber später noch zeigen. Warum? Möchte ich jetzt nicht vorab wegnehmen. So. So, müssen wir mal ein kleines bisschen uns beeilen hier. Wir wollen noch ein bisschen was erreichen in dem Video. Das heißt, wir müssen noch mal zu dem Haus am Strand. Da wären wir schon. Dann ist da hinten aber wahrscheinlich wieder der Soldat. Den müssen wir wieder platt machen. Was haben wir denn hier? Ah, von hier aus könnten wir... Nee. Liegt hier nicht sogar... Ich meine... Nee, nicht. Ich habe immer gedacht, beziehungsweise ich habe gerade gedacht, hier in der Ecke, die man nicht sieht, liegt noch irgendwas Wichtiges. Ein paar Sachen sind ja doch manchmal versteckt. So. Wo willst du hin? Wasserturm? Wasserturm ist eine gute Idee. Natürlich, der Wasserturm, nicht Kanalisation. Wasserturm. Wasserturm. Jetzt geht's ab. So, sind wir am Wasserturm. Jetzt müssen wir nur kurz was checken. Wir haben unseren Kirschsirup noch, ne? Oder Untersirup, oder wie heißt das? Ach, eines stark konzentrierten Sirups, ja. Sieht auf jeden Fall kirschig aus. Wir sind schon wieder von der Videolänge zwar eigentlich am Ende, aber das macht nichts. Das machen wir jetzt noch schnell. Die kleine Angelegenheit hier. Ich will doch eigentlich den Eimer looten. Genau, also wenn du wirklich, wenn du alles voll hast, dann findest du genau das, was du voll hast. Aber das, was du nicht voll hast, findest du nicht. Wenn du alles voll hast. Ja. Baden verboten. Also, dann lassen wir das, ne? Hätte ich jetzt eigentlich gerne gemacht. Das haben wir schon gelesen. So, hier noch ein ganz, ganz kurzer Blick. Jetzt, da war nichts. Also, dann gehen wir mal nach da oben. Und jetzt weiß ich auch, warum ich eigentlich die Erinnerung hatte in einen... Nee, oder da steht Kraftstoff. Achso, kann ich nicht nehmen. Egal. Deswegen hatte ich die Erinnerung, in die Kanalisation zu müssen. Was wir ja jetzt auch indirekt machen. Genau. Schön. Hier sind Herzen. Das ist klasse. Und ein... Jawohl! Zwei Kleeblätter. Sehr schön. Was haben wir hier? Nochmal Herzen? 7 Herzen sogar. Und nochmal Magic. Okay, brauchen wir jetzt alles nicht. Wir haben wieder so gut wie voll alles. Der Hauptinsel. Nichts in die Zisterne werfen. Würde ich nie tun. Würde ich nie tun. Hier darf ich... Ich glaube, der fällt rein, wenn ich einfach reinlaufe, ne? Ich lasse das mal. Jetzt machen wir noch schnell... Ich glaube, den Sirup muss man jetzt verwenden. Ja. Jetzt haben wir nämlich ein Rätselchen gelöst. Und jetzt kann es eventuell... der Deko in der Kneipe weiterhelfen. Ich weiß gar nicht mehr, ob der uns überhaupt irgendwas sagen wollte. Auf jeden Fall aber der Typ in der Bibliothek kann uns jetzt das Geheimarchiv öffnen. Und das ist ja so ein bisschen das, was wir wollen. Und deswegen schauen wir uns das im nächsten Video dann genauer an. Da geht es also nochmal in die Bibliothek, bevor es auf eine andere Insel geht, beziehungsweise in den Hafen von Beluga und so weiter und so fort. Schauen wir uns alles im nächsten Video an. Vielleicht nicht alles, ein bisschen was, ein Teil. Alles werden wir nicht schaffen. Ja, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr euch im Kommentarbereich zu dem Spiel äußern wollt, weil ihr es selber schon aus eurer Kindheit kennt, so wie ich, es vielleicht in einem ähnlichen Maße liebt oder aber vielleicht sogar es nicht so mögt, gerne können wir darüber im Kommentarbereich diskutieren. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss.